Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Portal 2, wo wir hier vorhin aufgehört haben. Also für euch letzten Donnerstag, für mich gerade eben. Ich bin hier oben. Hi. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Genau das lernen wir daraus. So. Hui. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Dann tu es nicht. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Tu's also mach dich bereit nicht. Und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Ich glaube, wir fangen ihn eh nicht. Fang auf! Au. Aha. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal Stick was. Stick an der Wand. Stick an der Wand. Stick. Hey, Stick an der Wand. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nein. Nein, nein. Mach ruhig. Verdammt. Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Boah. Und los geht's. Ich glaube, ich muss ihn mitnehmen. Eine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist Yay. Klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Das klingt logisch. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hallo. 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 Ich bin anders. Ich auch. Was? Moment. Ah, Ladescreen. Ich bin anders. Ich mag diese Portale. Diese Portale, diese Turrets. Geschütztürme. Aber es klingt viel zu brutal. Ich Turrets. Dir eben mal eine Turrets Kleinigkeit ist okay. Erklären. Ja. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen. Ja, hier den Gang. Nee, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Kennen wir, glaube ich, auch. Ganz ehrlich, ich will das ja, nicht. Ja, den ich Gang kennen wir auch. Nein, hier durch den Gang sind wir auch schon in Portal 1 gegangen. Sie ist aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Ja, sie ist aus. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Mhm. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Nein, leider nicht. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier Heile. Auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ja. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen hier rüber. Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ich finde das unten nicht schlimm. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Kapsel. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Seht ihr Fluchtkapsel? Es ist alles aus. Aber irgendwo muss Fluchtkapsel stehen. Hey, das ist was an. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Okay, mach mal das Licht an. Und ich suche Fluchtkapsel. Es werde hey, wir haben Licht. So sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Ja. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Was? Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay. Yay, ruhig, noch einer rum, noch einer rum, noch einer rumgelegt. Nein, nein. Power-up eingeleitet. Hi. Okay, keine Panik.
Ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Diese Hacker-Skills. Du hast B vergessen. Nein, warte, hatte ich B schon? Nein. Nein. Abgeschlossen. Na schön, na schön. Was? Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Ich bin gar nicht da. Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ja. Oh nein, nein. Ist gut gemacht, Weasley. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Was? Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. That logic. Du Monster. Du Monster. Ich bin kein Monster. Nein. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Nein. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Okay. Gibt es wieder Kuchen? Will nicht zu Kuchen werden. Laser. Dead Lasers. Und alles wird wieder heil. Gut, dann schauen wir mal, wo wir hinfallen. Whee. Dampfer. Und bam. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Yay! Warum kann sie nicht tot sein? Da ist sie. Warte. Hey, da ist die Portalkanone. Leider brauchen wir sie halt wirklich. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. War schön, oder? Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Nein! Lass mich gehen! Weasley, du hast gute Arbeit geleistet. Du hast einfach wirklich gute Arbeit geleistet. Verzeih Teil 2, der Kaltstand. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Was? Ah, es gibt die... Also im letzten Teil hatten wir so Laserstrahl... Also Kugelkanonen. Die gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es Laserstrahlkanonen. Phew! Schon löst sie aus und so geht sie wieder zurück. Und ich glaube, diesen Raum gab's auch genau so, nur halt... Nicht nur halt anders. Ja, ja. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Einfach mal die Lehne zerschnitten. Gut, gehen wir mal weiter.
Dim, 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 dim. Ach ja. Ich vermisse unser Radio. Ich hätte gern unser Radio wieder. Im ersten Teil, wo ich ganz das Radio mitgeschleppt habe. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Radios mit Musik gibt. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Okay. Einer müsste in der Ecke sein. Ja, ich sehe ihn schon. Ich meine, ich... Oh, ich habe ihn zerstört. Gut, gut, gut. Nehmen wir den mit. Zack. Springen hier raus. Nehmen dich mit und schauen mal, wohin müssen wir dich denn umleiten. Ach, darüber. Darüber umleiten und schon können wir hier hochgehen. Und dann hätten wir uns da ein anderes Portal machen müssen. Aber egal. Machen wir uns das jetzt. Und jetzt können wir schnell hier rüber gehen. Könnt uns einen neuen Würfel holen. Dankeschön. Puh, ist nach oben geblieben. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich ihn runtergeschmissen habe. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ich glaube eigentlich, dass mich das ziemlich freut, ein schrecklicher Mensch. Schrecklicher Mensch? Ein schrecklicher Mensch zu sein. Ach Gott. Yeah. Dim, 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 dim. Ja, es gibt relativ viele Ladebildschirme in den Portal-Spielen, aber dafür sehen sie echt gut aus und lass dich durch laufen ziemlich flüssig. Geschichte nicht entmutigen. Gut. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Wissenschaft ist schon was Tolles. So, fast. Würde ich mal sagen. Würde mal sagen, fast. Oder nah dran. Oder so. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Hast du mich gerade fett genannt? Ah, ich mag diese Disse einfach, die sind so toll. Die meisten Leute sind unternährt. Du jedoch hast sogar noch ein paar Kilo zugelegt. Ah. Mobbing. Mobbing. Moment. Tschüss. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Tanze. Hui. Okay, gut. Genug getanzt. Weitergehen. Oh. That was close. Dann beginnen wir erstmal da kurz dahinter. Und ich glaube, wir bekommen hier einen Würfel auf den Kopf geworfen. Dankeschön. Und mit dem Würfel da auf dem Kopf gehen wir dann einfach mal wieder hier vor. Und schauen mal, was wir so tun müssen. Ich glaube, wir müssen hier mal beiseite gehen und so machen. Und wir hätten da hinten bleiben sollen. Wir hätten da hinten bleiben sollen. So. Und dann gehen wir hier rüber. Schalten das kurz aus und können jetzt hier rüber. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Danke. Ich war gar nicht so langsam. War voll schnell. Alter. Ach ja. Immer hat sie was zu meckern. Nur weil wir sie getötet haben. Verstehe ich nicht. Ich fand das toll von uns.
Ja, auch, oder? Ach ja, ach ja, ach ja. Auf, hier geht sie weiter. Hör mal den Scheiß da weg. Bitte, Dankeschön. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Hüpf. Hüpf. So, dich hab ich. Und jetzt gehen wir hier raus. Das ist übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Yay. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ist mir nicht vollkommen egal, solange da irgendwo Sauerstoff drin ist. Also, in reiner Form. Also in, ja, in sinnvoll nutzbarer Form. Nicht in CO2. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Yay! Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich will's muss noch mal jetzt sehen. In den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Coole Animation. Sehr, sehr coole Animation und schönes Loch im Boden. Wir haben Turrets. Teilweise noch eingepackt. Lass mich mal hier rein. Bitte, bitte. Dankeschön. Gut, ich würde mal sagen, wir schauen mal, dass wir das schaffen. Vielleicht schaffen wir das sogar. Ich schaffe das bestimmt sogar in einem. Ja, Mann. Und jetzt drücken wir, schießen wir hier noch so ein Ding hin. Drück mal den Knopf. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ah, kannst du mir jetzt einen Würfel geben, bitte? Dankeschön. Es wäre voll lieb von dir. Dankeschön. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Danke. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Hey, ich bin Müll. Ach ja, dieses Mobbing. Mobbing, überall. Selbst die Maschinen mobben. Ja, okay. Okay. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Das war nicht erschreckend. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch auch mal hier oben bei der ersten Folge, falls ihr noch nicht reingeschaut habt, rein. Also falls ihr erst zu der Folge dazugekommen seid, hier oben gibt es die erste Folge Portal 2 und hier unten gibt es Portal 1. Auch bei mir. Schaut rein. Ansonsten könnt ihr unten abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Oder auf Twitter folgen, wo es auch alle Videos gibt. Und auf Facebook gibt es auch immer mal wieder ein bisschen neues Zeug. Ein bisschen was zu den Videos. Bis dann. Ciao.